Jetzt geht dieses Gruppenspiel weiter hier in der UEFA Champions League. Wir freuen uns auf Durchgang 2. Lukas Klünter. Gute Pässe jetzt. Immer wieder wird der Ball kurz und schnell weitergespielt. Sie liegen hier ja auch vorne. Also klar. Stindl. Philipp Ox. Nun Bartstuber. Lukas Klünter. Mike Franz. Baumgartel. Philipp Ox. Pass auf die Außenbahn. Lars Stindl. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Ah, sie verlieren den Ball. Gutes Pressing jetzt. Sie erhalten den Einwurf. Bakuna. Rossi. Jetzt müssen sie aufpassen. Klasse Aktion da. Rossi. Klatsch. Da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Kein Tor. Der Ball landet am Gestänge. Ja, da wollten sie es zu genau machen. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Fängt diesen Ball ab. Lukas Klünter. Mike Franz. Bald ist es soweit. Das nächste Spiel in der Bundesliga für Hannover. Dann geht es zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Da sind wir natürlich live für Sie vor Ort. Da hat er die Chance. Den Schuss verzieht er, keine Gefahr für das Tor. Lukas Klünter. Und jetzt Bartstuber. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Der Angriff könnte was werden. Hereingabe. Ja, gute Hereingabe. Was machen Sie draus? Den spielt er in den Lauf. Unheimlich wichtig, dass er da dazwischen geht. Giuseppe Rossi jetzt. Er schirmt den Ball ab. Sieht gefährlich aus. Könnte der Anschlusstreffer werden. Der Ball kommt hoch rein. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Schöner Pass. Da ist er zu früh losgelaufen. War nicht zu übersehen. Abseits. Schöne Aktion. Rossi. Ja, das hätte was werden können. Lukas Klünter. Öztunali.
Mike Franz. Philipp Ox. Ox. Tolles Kurzpassspiel jetzt. Der große Offensivdrang fehlt aktuell so ein wenig. Aber klar, sie führen. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Öztunali. Könnte jetzt was werden. Gefährlich jetzt. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. So, es tut sich was. Im Parc des Princes, es gibt ein Tor. Ich gehe rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Real Madrid. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind 58 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Bad Stube jetzt. Philipp Ox. Baumgartl. Bad Stube am Ball. Ox. Philipp Ox. Nun Bad Stube. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Mike Franz. Ein Pass mit viel Auge. Jetzt vielleicht. Und er ist drin. Da sehen wir es nochmal. Das ist zu nachlässig von der Abwehr. Zwei Leute gehen auf den Torhüter zu. Ja, der ist chancenlos. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Meinetwegen kann es so weitergehen. 5:2 steht es momentan. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ich gehe mal kurz ab ins Studio, denn da gibt es Neuigkeiten zum Spiel im Parc des Princes. Wir haben hier den zweiten Treffer für PSG. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. 61 Minuten sind hier gespielt. Vielen Dank für die Info. Immer wieder diese kurzen, diese schnellen Pässe. Hier, Ball läuft exzellent, der Gegner ohne jede Chance ranzukommen. Lukas Klünter. Baumgartl, Mike Franz, Philipp Ox. Wird das seine Torchance? Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob er das direkt versuchen wird. Die Distanz ist enorm bei diesem Freistoß. Aber es geht weiter. Erstmal geklärt. Kein Tor. Der Ball landet am Gestänge. Ah, da wollten sie es zu genau machen. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Lukas Klünter. Bad Stuber.
Philipp Ox. Baumgartl. Lukas Klünter. Bad Stuber am Ball. Philipp Ox. Anspiel kommt gut. Franke kommt weit. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Bakuna. Und nun Rossi. Und das gibt Abstoß. Eine gute Chance war das eben. Sehen wir hier nochmal. Gute Schussposition hier im Strafraum, aber der Abschluss zu schwach. Ja, guter Pass. Heulet. Bakuna. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Mustergültig, wie er da den Ball hat. Gut, was die Abwehr da macht. Ne? Die Kopfballchance ist nicht schlecht, aber sie machen genau im richtigen Moment zu. Ja, und dann kannst du den Ball ja gar nicht besser aufs Tor bringen. Philipp Ox. Ox. Und jetzt Bad Stuber. Die kurzen Pässe jetzt, sehr ballsicher sind sie da. Sie haben natürlich auch die Führung im Rücken. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Gute Aktion jetzt. Heulet. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Das könnte was werden jetzt. Giuseppe Rossi. Jetzt vielleicht. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen klasse Keeper aus. Ein echter Rückhalt. Da kommt die Ecke. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein, faustet den Ball weg. Philipp Ox. So langsam wird's wettertechnisch besser hier, Buschi. Der Regen lässt nach. Ja, und das kommt ins Spiel. Gute Chance. Was für eine Parade. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das Tor hier machen müssen. Aber der Keeper, sensationell. Und damit sind sie am Ball. Bad Stuber.
Badstuber. Philipp Ox. Stindl. Mike Franz. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Sie verlieren den Ball. Levin Öztunali. Und nun ein Schuss. Da ist das Tor! Da haben wir jetzt einen weiteren Gegentreffer für Sie. Und jetzt können Sie wohl nur noch ein Ziel haben, Buschi. Genau, und das heißt Schadensbegrenzung. Irgendwie müssen Sie den Fuß wieder reinbekommen in dieses Spiel, damit es nicht noch übler ausgeht. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Jetzt darf sich der Ersatzkeeper beweisen. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Bakuna. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Nicht mehr dabei. Die Nummer 28. Janis Burnic und mit der Nummer 1 Ron-Robert Zieler. Neu dabei die Nummer Lukas 10, Klünter. Leonardo Bittencourt und mit Baumgartel. Der Nummer 22 Florian Müller. Und jetzt Badstuber. Philipp Ox. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Mike Franz. Leonardo Bittencourt. Abwehr hat aufgepasst. Viel Druck da hinten. Bakuna. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Öztunali. Mike Franz. Gute Pässe jetzt. Immer wieder wird der Ball kurz und schnell weitergespielt. Sie liegen hier ja auch vorne. Also klar. Tolles Passspiel heute bei Ihnen. Sehr flüssiger Spielaufbau. Das sieht schon gut aus. Lars Stindl. Bittencourt. Locker vom Torhüter, der Ball war harmlos. Ich muss ganz offen sagen, mich überrascht dieser Zwischenstand noch immer ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass es ausgeglichener zugeht. Ja, aber so kann es gehen. Es gibt manchmal diese Spiele, da gelingt einem Team alles, dem anderen nichts. Das ist heute so. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Öztunali. Mike Franz. Leonardo Bittencourt. Guter Vorstoß da jetzt. Ist natürlich clever, was sie da machen. Leonardo Bittencourt. Der Versuch war harmlos. Schöne Aktion. Öztunali. Stindl. Klasse Pass. Leonardo Bittencourt. Mike Franz. Harter Schuss,
aber Ball geht neben das Tor. Knappe Angelegenheit, also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Das wäre ein Kandidat für das Tor des Monats gewesen. Was für ein Distanzschuss. Ein satter Distanzschuss. So, 6:2 steht's hier. Und lange zu spielen ist ja auch nicht mehr. Buschi, kurzer Blick auf den nächsten Gegner. Der kommende Gegner von Hannover 96 heißt Eintracht Frankfurt. Und wenn sie da so spielen wie heute, dann sind sie zumindest für mich der Favorit. Jetzt ist das Spiel gleich um und man muss sagen, spannend war es nicht heute. Dazu waren sie zu überlegen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Der Angriff könnte was werden. Aber Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Und jetzt werden sie wechseln. Hoilett. Sean Morrison. Johnson. Und Ballverlust. Baumgartel. Öztunali. Stindl. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Jetzt ist er durch. Tolle Chance, aber kein Tor. Da fehlt dann so ein bisschen auch das Glück. Rossi, Johnson, Giuseppe Rossi, der Ballverlust. Lukas Klünter. Bevor er Risiko geht, lieber zum Torwart. Leonardo Bittencourt. Philipp Ox. Bad Stube jetzt. Spielt rüber zur anderen Seite. Sie haben den Ball und bei ihrer enormen Ballsicherheit geben sie den natürlich jetzt auch nicht mehr her. Man kann es ihnen eigentlich auch nicht verdenken. Das könnte was werden jetzt. Levin Öztunali. Da kommt die Hereingabe. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Johnson. Giuseppe Rossi jetzt. Und da ist der Ball wieder weg. Mike Franz. Klasse Tackling hier. Nachspielzeit angezeigt. Es gibt 5 Minuten drauf. Das Ding hier ist noch nicht durch. Und die Fans hätten den Abpfiff lieber früher als später. Aber noch sind wir nicht durch. Mike Franz. Lukas Klünter.
vorne der Ballgewinn. Ja, starker Pass. Sehr gutes Abspiel. Jetzt hat er den Ball, hält er gut. Gibt Ecke. Ecke kommt rein. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power, eine leichte Nummer. Gut den Ball verteidigt. Heulet. Ja, setzt gut den Körper ein. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Baumgartel. Nun Badstuber. Öztunali. Lukas Klünter. Und jetzt Badstuber. So, der Gastgeber gewinnt diese Partie aus der Vorrunde. Das Spiel ist aus. Klasse Auftritt, alles in allem. Das wird auch der Trainer so sehen. Er kann zufrieden sein. Auch die Fans sind einverstanden. Ein klarer Sieg. Dieser Dreier war hier kaum gefährdet. Und das ist eine Partie, auf der man aufbauen kann. Gerade auch, was das Selbstbewusstsein angeht. Kurz deine Einschätzung zu Lars Stindl. Wie hast du ihn heute gesehen? Ganz toll. Also überragt. Total überzeugt, und das nicht nur wegen der beiden Treffer.